Hoho, da bin ich So, schon mal. wunderschönen guten Morgen. Also, wir dürften jetzt gleich live gehen auf allen Kanälen. Also, laut Anzeige streamen wir jetzt nach LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Also, wunderschönen guten Morgen an die anderen Kanäle. Der Gerald ist auch schon da und ich lasse jetzt mal so langsam die Leute aus dem Warteraum rein. Mal gucken, wer schon alles da ist. Jawohl, alles klar. Ja, Gerhard, und alles klar? Alles klar, soweit. Ja, alles klar. Okay. Ich müsste bloß um 10 dann auch sehr, sehr schnell weg. Ja, das ist mir auch nicht unrecht. Mal sehen, was heute Ja. passiert. Vielleicht verkürzen wir dann mal die Session. Einfach mal abwarten, ne? Also Ajo, ich bin ja genau. auch gerade unterwegs, dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ne? So, genau. Super. Ich bin nämlich gerade in Erfurt. Du glaubst es nicht, ey. Nein, also ich fahre in den Süden und du was machst du in Erfurt? Darfst du sagen, oder? Ja, ich mache einen Vortrag hier. Und zwar um 10. Was? Ja, ich habe ein bisschen Luft nach hinten. Ich komme ein bisschen später dran, aber ich nehme dann meinen Laptop, klappe den zusammen, wechsle den Raum im Hotel und dann erzähle ich da was. Du bist schon hart drauf, ja. Aber so ist halt im Showbusiness, ne? Das ist Showbusiness, ja, in der Tat, ja. Der Gerhard. Ich das, ja, da gibt es ja mal diesen Spruch, ne, wo der eine am Flughafen ist und geht zum Einchecken und dann fragt die Dame ja, wo er denn hin will und dann sagt, ist ganz egal, ich werde überall gebraucht. Ja, genau so die Reiseanekdoten. Ja, ah, ja, okay, also der Christopher kommt auch. Ja, alle, die jetzt kommen, Schutzschild gerne aus, ist ja mein neuer Spruch, finde ich auch ganz gut, wo es die Bandbreite zulässt. Wir freuen uns natürlich über jedes Gesicht, was wir sehen. Ja, also von Thomas, daher. das hast du jetzt von dem Herrn Lindner geklaut mit dem Schutzschild, ne? Echt? Der hat es Ja, wahrscheinlich das. von mir geklaut. Der hat es von mir geklaut, Normalerweise ja. macht das ja läuft das ja umgekehrt bei der Ach so. FDP manchmal. Okay. Ah, Moin, okay, alles Thomas. klar. So. Ich hoffe, meine Verbindung ist gut. Ich weiß halt, irgendwie ruckelt es bei mir. Jetzt warte mal kurz. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Jetzt guck mal. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Wir sind da ja flexibel. Gerhard, falls ich rausgeschmissen werden sollte, wir kennen das ja, ihr macht einfach weiter, ich komme dann wieder rein. Also für alle Fälle, wir haben das ja schon durch. Ja. So, Christopher, auch nochmal, guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Ich bin ja Moin, schon wieder ganz, ich bin ja schon wieder ganz, ganz heiß, ja. Ich habe auch hier im Vorfeld noch, ach so, das kommt wahrscheinlich heute. Ich bringe das immer jetzt, mittlerweile bringe ich das so fast ein bisschen durcheinander, weil wir ja dann auch immer diesen Podcast aufzeichnen und dann reden wir ja auch immer viel über die Dinge. Ich frage mich dann immer, sag mal, wo war denn das? Aber wahrscheinlich bringt er das ja heute. Heute ist ja das Thema Präsentieren mit KI oder professionell präsentieren. Ich frage jetzt trotzdem, weil ich so neugierig bin. Das Eye-Tracking. Ist es heute ein Thema oder verwechsel ich da Ja, wir was? streifen das kurz. Also ich gehe da kurz drauf ein auch. Letztendlich ist Okay. es ein weiterer Baustein, sage ich jetzt mal. Okay, also dann bin ich ja beruhigt, dann, weil ich hatte da eine Präsentation, die würde ich einfach wirklich gerne mal checken lassen, mal sehen, was da rauskommt, ja. Genau. So, wir sind ja schon immer noch beim Smalltalk. Wunderschönen guten Morgen in die Runde. Es füllt sich langsam. Ich weiß ja, hat einer von euch die anderen Kanäle im Blick, weil ich bin hier ein bisschen eingeschränkt. Ist jemand von euch bei LinkedIn oder guckt es dir jemand nebenher an, Gerald? Gerade nicht, aber ich kann ja mal gucken, warte mal, ob da irgendwas geht. LinkedIn, da steht, Thomas ist live. Okay. Ja,
Das läuft, also LinkedIn läuft. Also Backoffice ist auch live bei uns. Das sehe ich ja immer an den Speaker gesucht. Also von daher dürfte alles klappen. Perfekt. Sehr gut. Ja, ich gucke immer gerne auch nochmal zu LinkedIn, weil da natürlich auch was im Chat passiert, ja. Deswegen öffne ich es doch nochmal. Wahrscheinlich wieder aller Vernunft, weil dann natürlich auch wieder ein Kanal offen ist. Aber ich probiere es einfach. Ja, ich muss feststellen, also ich sehe ja jetzt ja die Gesichter, also nochmal so ein kleines Anspiel. die Frage ist, ich glaube, sind einige neue dabei heute, so wie es aussieht, ja, also zumindest, wie gesagt, wenn ich die Gesichter kann ich mir noch ein bisschen besser dann veranschaulichen, ja, also von daher, also mach die Kamera an, ja, genau. Dann kann ich auch gucken, ob ihr schon mal da wart. Ansonsten könnt ihr es auch gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr schon mal dabei wart, ja, oder... Ah, ja. Okay. Ganz kurze Frage noch, weil ich ein bisschen Mikrofonwechsel gemacht habe. Ihr hört mich gut? Jetzt gefühlt halt es jetzt ein bisschen, aber das... Warte mal, dann gehe ich hier auf ein anderes Setting. Kleinen Moment. Okay, also LinkedIn ist bedient. Perfekt. So, jetzt besser so? Okay. Ja, ist besser. Also ich finde es besser. Okay, es okay, ja. Ist halt gut, nicht wunderbar. So. Ja. Perfekt. Okay. Okay, also wunderbar, jetzt kommt's. Okay, und ich sehe auch die Kamera, jawohl. Sehr schön, 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 dass ihr da seid. So viele junge und wache Gesichter. Wunderschön. Ja, genau. Also ist ja auch ein wirklich mega cooles Thema, was ihr da immer bringt. Da freue ich mich jedes Mal drauf, auf jeden Podcast, jeden, was weiß ich, was wir machen, egal. Also es kommt immer was rüber. Das ist ja, das soll nicht arrogant klingen, aber es ist halt nicht immer so, ja. Also meistens gibt man nur, ja, aber bei euch ist es halt so, da kommt da mal viel zurück, deswegen schätze ich das auch so, genau, und ja, mal sehen, was ihr heute in der Trickkiste habt. Ich bin ja schon ein bisschen vorbelastet, vielleicht hat ja auch der ein oder andere den Podcast schon gehört, ja, ihr habt vielleicht festgestellt, es wird gerade ein bisschen enger mit der Taktung, ja, also zwischen Podcast und Digital Breakfast sind manchmal jetzt nur noch ein paar Tage, aber ich habe ja auch schon mal angekündigt, wir werden da flexibler, also wir müssen da auch schneller werden, das ist unser Anspruch, um in Zukunft auch noch kurzfristiger auf Themen reagieren zu können, ja, also das ist mir ganz wichtig. Ja, wunderschönen guten Morgen nochmal in die Runde, wir warten noch ein paar Minuten, ihr kennt es ja schon, nicht weiter erzählen. Offizieller Start ist immer 9.05 Uhr, aber kommt schon vorher, ja. Noch eine Info, die vielleicht noch nicht so weit verbreitet ist. Wir haben ja unseren Treuedrang. Ich spreche das einfach an, weil das viele auch nicht so in der Wahrnehmung haben. Mit dem Zugang, mit dem ihr jetzt hier reingegangen seid, kommt ihr in jedes Digital Breakfast rein. Wir haben seit 2,5 Jahren immer den gleichen Zugangscode, ja, also speichert ihn euch ab, ja, und es ist natürlich schön, wenn ihr euch über einen der vielen Kanäle anmeldet, ja, aber ich sag jetzt mal, lassen wir mal 3 Grade sein in der Online-Thematik, ob da jetzt, es soll jetzt auch nicht blöd klingen, aber ob da jetzt einer oder 5 mehr drin sind, spielen keine Rolle, das wird dann natürlich interessant, wenn wir wieder offline gehen, also wenn wir auch Digital Breakfast offline machen, weil dann ist es natürlich unheimlich schade, wenn wir da eine hohe No-Show-Rate haben, also auf Deutsch, wenn da viele nicht kommen. Das Geld ist das eine, weil wir müssen ja dann auch Frühstück und so weiter bestellen, aber das Wegschmeißen von den Lebensmitteln, das ärgert mich immer. Und also deswegen, dann wäre eine Anmeldung natürlich sinnvoll, ne? Genau, also das ist einfach nochmal so am Rande. Ich weiß nicht, hört ihr mich gut? Ja, alles gut. Okay, also ihr habt gerade alle so eingefrorene Gesichter. Liegt es am Wetter oder?
Also ich hoffe, ich bin heute nicht der Flaschenhals, ich bin unterwegs. Ich hoffe, das Internet hält. Aber wie gesagt, wir haben ja hier schon alles durch. Ich war ja gefühlt auch schon mal eine halbe Ewigkeit bei Tool Party 1 weg. Als ich mir dann die Aufzeichnung angeschaut habe, waren das irgendwie 70 Sekunden. Mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Man ist natürlich dann so ein bisschen unter Stress, wenn der Host wegkippt. Ja? Also von daher sehr gut. Ja, ihr seid so ruhig. Ihr könnt ruhig mal auch, ja, ich sag mal, was in den Chat schreiben. Was erzählen. Genau, ich bin hier mal der Alleinunterhalter. Ja, muss ja nicht sein. Aber ich schalte ja gleich um. Gleich seid ihr ja dran. Ne? So, genau. So, also, wir starten. Kleinen Augenblick, es geht los. Voilà. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Digital Breakfast, natürlich mittags, ja, manchmal auch dienstags. Mal sehen, was wir nächstes Jahr machen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße natürlich auch alle anderen Kanäle, die sich zugeschaltet haben. YouTube, Twitter, Twitch, Facebook, LinkedIn, ja, das sind wir auch vertreten. Und ja, freue mich, dass ihr da seid und ja, freue mich auch wieder auf Gerald und Christopher, die natürlich wieder was im Gepäck haben. Ja, wir haben es jetzt so ein bisschen, hat sich so eingebürgert. Werde die beiden jetzt nicht mehr so großartig vorstellen, ja, weil haben wir schon ein paar Mal gemacht, haben wir schon den Podcast gemacht. Also vielleicht so, ja, so jeder zwei Sätze und dann können wir auch starten. Und ja, schön, dass ihr da seid. Meine Bitte an euch, da wo es die Bandbreite und der optische Zustand zulässt, bitte Kamera an, ja, also das ist natürlich für die Speaker, ist es natürlich angenehmer und ja, auch wir haben ja auch die Überschrift Networking, also ist ganz gut, wenn man vielleicht mal das ein oder andere Gesicht sieht. So, okay, dann lasse ich den Pierre noch rein und gebe aber schon mal das Wort an Gerald und Christopher. Ja, eure Bühne und ja, bin gespannt, was kommt. Ja, vielen Dank, Thomas. Dann können wir an der Stelle gerne übernehmen. Ja, wie gesagt, du hattest gut angekündigt. Wir wurden ja schon ein paar Mal vorgestellt. Ich glaube, so mit einem kleinen, ganz kurzen Blitzlicht. Mein Name ist Christopher Meil. Ich komme aus Köln, habe eine kleine, feine Online-Marketing-Agentur und beschäftige mich zusammen mit Gerald schon seit längerem mit dem Thema KI im Marketing. Wir haben ein Buch zusammengeschrieben und damit übergebe ich gern an den Gerald. Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich bin der Gerald, gerne per Du. Und ja, wie Christoph sagte, wir haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben, in diesem Jahr rausgekommen, sind zugleich dann die Founder der KI Tool Party. Da geben wir gerne nochmal einen Link rein, müsst ihr nicht recherchieren, in den Chat. Und ja, wir beschäftigen uns einen Großteil unserer Zeit, Arbeitszeit und Freizeit mit künstlicher Intelligenz. Und heute haben wir den Use Case präsentieren. Und warum sind wir auf diesen Use Case gekommen, auf dieses Thema gekommen? Weil, wenn wir uns die neuesten Tools, Hilfsmittel, Software, Apps und so weiter anschauen, und deren Anwendungen, dann sehen wir neben vielen anderen vor allem auch den Use Case des Präsentierens. Wir können also heute neben PowerPoint, den typischen, dem bekanntesten Tool natürlich auch noch andere Tools heute zeigen, mit denen man die Vorteile der künstlichen Intelligenz dann für seine eigene Präsentation auch einsetzen kann. Und das ist Thema für heute. Ja, sehr schön. Wir starten wie gewohnt auch schon in den anderen mit einer kleinen Kurzumfrage. Das heißt, wir wollen einfach eure Erfahrungen mit Präsentationen etc. ein bisschen erfragen. Die Umfrage ist anonym. Das heißt, ihr könnt live sozusagen abstimmen und wir sehen dann die Ergebnisse, aber nicht, wer die Ergebnisse übermittelt hat.
Danach gehen wir so ein bisschen auf das Thema Zahlen und Daten und Fakten ein im Bereich der Präsentation und des Präsentationsmanagement. Dann gucken wir, wie ich denn so die Wertschöpfung mit Präsentationen mit KI betreiben kann, wo mich überall KI hier unterstützen kann. Und wir wollen nicht nur irgendwelche Folien zeigen, sondern gehen hands-on auch tatsächlich rein und zeigen euch mit verschiedenen Tools, was man alles machen kann, wo KI uns unterstützen kann und auch vor allem, wie wir es tatsächlich auch für unsere Präsentation und Erarbeitung in dem Bereich schon aktiv nutzen. Das ist so ganz grob unser Programm für heute. Und ja, wir steigen doch direkt mal in die Umfrage rein, gucken uns das mal an, wie es denn so im Auditorium aussieht mit dem Bereich Präsentation, wie da eure Erfahrungen sind. Und es läuft immer so, dass ihr quasi auf menti.com euch einloggt oder das anwählt, entweder mit dem Handy oder auch mit dem Desktop, geht beides. Und dann gebt ihr den Code, der oben rechts steht, ein. Das ist jetzt hier die 67412321. Und dann könnt ihr live an der Umfrage teilnehmen. Hier unten seht ihr ein kleines Herzchen rechts eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr quasi auch schon das Prinzip der, dass die Reaktion direkt sichtbar ist. Drei Reaktionen sind hier schon da. Also da sind schon ein paar Logins da. Jetzt sind es vier. Also unten wird auch immer die Zahl angegeben der Abstimmung, die hier schon stattgefunden hat. Ja, Prinzip ist simpel. Hat auch in allen unseren Meetings bisher bei Digital Breakfast sehr gut funktioniert. Und ich denke, da kann ich auch schon auf die erste Umfrage oder Frage mal kurz springen. Uns würde interessieren, für welche Gelegenheiten erstellst du Präsentationen? Das kann ja ganz unterschiedlich sein und uns würde einfach interessieren, was ist denn so euer Hauptanwendungsfall oder vielleicht auch mehrere Anwendungsfälle, wo ihr Präsentationen einsetzt und baut? Ja, da trudeln schon die ersten Antworten ein. Vielen Dank schon mal an die, die jetzt hier übermitteln oder übermittelt haben. Wir sehen hier Pitch, wir sehen Workshops, wir sehen berufliche Seminare. Dann das Thema Vorstellungen, Firmenportfolio für Vorträge und Tagungen, Keynote, Sales, Webinar. Also sehr spannend schon. Vielen Dank. 9 Antworten sind bisher eingegangen, 10, 11. Also es wandert weiter. Wie ihr hier seht, dann gibt es noch intern Unternehmensentwicklung, extern Vertriebsmeetings, Kundengewinnung, Sales. Also man sieht ganz gut, denke ich, an den Antworten, es ist sehr weitreichendes Feld. Also Präsentationen werden nicht nur, sage ich jetzt mal, wie hier in einem Webinar-Kontext gebraucht, sondern da gibt es viele andere Anlässe. Also im Bereich des Kundenakquirierung, also im Sales-Bereich, dann aber genauso auch zur Fort- und Weiterbildung, für Workshops, auch für Tagungen. Ja, also es gibt eine ganze Menge und wie man hier sieht, seid ihr da ja auch schon eifrig dabei, sage ich jetzt mal, Präsentationen in unterschiedlichen Anwendungen zu nutzen und dementsprechend seid ihr, glaube ich, da alle, die hier teilnehmen auf dem Feld wie wir, dass wir quasi sehr umfassend präsentieren und Präsentationen nutzen. Und das wird uns natürlich jetzt noch ein bisschen weiter interessieren. Die nächste Frage, die uns spannend natürlich auf den Nägeln brennt: Welche KI-Tools nutzt du denn schon für deine Präsentationsbearbeitung oder Erstellung? Habt ihr da schon was im Einsatz? Gibt es schon irgendjemand, der sagt, Canva, sehr gut, perfekt. Auch ein Tool, was sehr stark geworden ist in der letzten Zeit, was ja quasi auch schon KI-Mechanismen nutzt, durch zum Beispiel automatische Bildhintergrundentfernung oder ähnliche Dinge. Also auch ein Tool, was bei uns auf der Liste steht. Super. Vielleicht mag noch der ein oder andere, der vielleicht schon ein Tool hat, einfach mal was antworten. Da ist nochmal, kommt nochmal Canva, da kommt die PowerPoint-Bordmittel, auch das stimmt, da gibt es auch mittlerweile eine ganze Menge, da hat sich viel getan. PowerPoint hat selber, sage ich jetzt mal, diesen KI-Layout-Assistenten ja mit reingepackt, Prezi, sehr schön. Ja, und unbewusst, das stimmt. Das kann durchaus sein, wenn man googelt, nutzt man ja quasi eigentlich auch schon ein KI-Tool, wenn man so will, was dann eben entsprechend KI im Hintergrund verarbeitet, um die Anfrage zu verarbeiten, die dann wiederum mein Recherchebedürfnis befriedigt. Loom wird hier noch genannt. Ja, sehr schön. Perfekt, aber wenn man so das Große hier sieht, dann ist es vor allem das Thema rein Präsentationserstellung mit PowerPoint. Das ist so da ähnlichen Programm wie Prezi. Erstellung und Präsentation nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist so ein großer Schwerpunkt, was hier mit KI schon stattfindet. Also da
sage ich jetzt mal, habt ihr schon erste KI-Tools oder Standard-Tools, die mit KIs auch arbeiten, an Bord? Ja, letzte Frage, die wir noch mitgebracht haben. Wie viel Zeit wendest du denn für dein Präsentationsmanagement pro Woche auf? Also wir haben so zur Auswahl 1 Stunde, 3 Stunden oder sogar 5 und mehr Stunden. Ja, es verteilt sich noch auf die 3 Möglichkeiten, so recht schwankend momentan. Wir haben 8 Antworten, 9 Antworten sind jetzt eingetroffen und kristallisiert sich sozusagen unsere beiden Enden als Schwerpunkte raus. Entweder der kleine Anfang mit 1 Stunde oder das große Ende mit 5 und mehr Stunden. Das heißt also, entweder ihr seid sehr intensiv mit der Präsentationsmanagement-Zeit Investitionen zugange oder ihr seid, sag ich jetzt mal, auf einem eher geringeren Level unterwegs, was das Thema Zeitinvestitionen angeht. Das Mittelfeld holt gerade noch so ein bisschen auf. Mit den 3 Stunden haben wir jetzt aktuell 2. Wir haben 10 Antworten insgesamt, aber es zeigt sich so ein bisschen so eine Art Badewannengrafik. Das heißt, wir haben in der 1 Stunde eine ganze Menge von Teilnehmern oder die hier repräsentativ abgestimmt haben, die mit 1 Stunde pro Woche unterwegs sind in Richtung Präsentation, aber auch das andere Ende ist sehr, sehr stark vertreten, wenn man das so will, was mit 5 und mehr Stunden schon sehr, sehr viel Zeit investiert, also sehr intensiv in dem Bereich unterwegs ist. Ja, herzlichen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt, dass wir gemeinsam hier so ein bisschen uns ein visuelles Bild aufmalen konnten, wo denn das ganze Präsentationsmanagement in welcher Form und Art schon eingesetzt oder auch zeitlich investiert wird. Und damit wollen wir einfach wieder in unsere tatsächliche Statistik auch mal reingehen, wie so die große Statistik aussieht, was wir so gefunden haben. Ich würde kurz mal die Präsentation von vorher wieder teilen, dann springen wir nochmal da kurz rein, gehen einfach mal auf die Zahlen, Daten und Fakten, die wir so ermitteln konnten. Und da ist natürlich Gerald prädestiniert als Professor, der sich tagtäglich mit Statistiken und Evaluationen und ähnlichen Dingen beschäftigt. Deswegen übergebe ich gerne hier an Gerald. Danke, Christopher. Ja, also das heißt nicht, dass das Spaß macht, ne? Aber es ist hilfreich, um so ein bisschen so Objektivität in eine Thematik hineinzubringen, insbesondere um zu schauen, wo stehe ich da eigentlich? Bin ich eigentlich mit meinem Verhalten und mit meinem Nutzungsverhalten noch so on range oder bin ich out school, wie wir schon gesehen haben in einer Antwort, oder bin ich vielleicht schon tatsächlich vorneweg? Ne? Das ist für die Standortbestimmung ganz hilfreich und andererseits natürlich für eine potenzielle Entwicklungsaussage. Also in welche Richtung könnte ich mich jetzt in meiner Präsentationsmethodik, in meinem Verhalten, in meinem Erfolgsstreben tatsächlich auch noch entwickeln und verbessern. Deswegen ist sowas immer ganz wichtig, mal kurz in die Zahlen, Daten, Fakten reinzugucken. Machen wir auch recht kurz. Wir sehen hier eine Umfrage aus, ja, gar nicht so aktuell, von 2018, aber hier wurden halt alle Altersgruppen von 18 bis 60 Jahre, 69 Jahre befragt, welche dann die Lieblingsprogramme zur Präsentationserstellung sind. Und wir sehen, dass hier PowerPoint ganz, ganz, ganz vorne weg am Start ist. Neben Keynote und Prezi sind das die 3 Anwendungen, die insgesamt in Deutschland am häufigsten genutzt werden. PowerPoint halt als Microsoft Windows-Anwender, natürlich die Keynote als Standardanwendung für Apple-Nutzer. Und Prezi, die weder noch haben, sondern vielleicht auch eher online mit einer webbasierten Anwendung arbeiten möchten. Man sieht, dass der Aufwand bzw. die Nutzungszeit doch mehrmals im Monat, also sich bei PowerPoint gut aufteilt. Manche nutzen es täglich, manche nutzen es mehrmals die Woche. Also da sieht man, dass das eine sehr, sehr fragmentierte, ausgeglichene Nutzungsdauer ist. Die Interpretation daraus lautet, dass wir Nutzer offenbar PowerPoint als die Standardanwendung für unsere Präsentationsangelegenheiten sehen. Wenn das bei Gegenbeispiel bei Prezi eigentlich deutlich kleiner ist, da ist die Fragmentierung zwar gleich, aber die Anteile sehr klein. Das liegt daran, dass die meisten es selten bis nie nutzen, nämlich 3/4 der ganzen Geschichte.
Ja, was ist besser, was ist schlechter? Darum geht es eigentlich zunächst erstmal gar nicht, weil das könnt ihr auch im Internet einfach recherchieren. PowerPoint gegen Prezi, was ist besser? Da gibt es dann ohne Ende Blogartikel und Tests und so weiter. Wir stellen fest, dass es natürlich die Software, der Softwaretyp sehr stark von unserer eigenen Sozialisation abhängt. Heißt, je älter wir sind in unserem Lebensalter, umso früher wurden wir mit den ersten Präsentationstools von Microsoft, das war schon immer PowerPoint, konfrontiert. Manche haben das vielleicht sogar schon damals in der Schule gemacht. Manche machen das in Weiterbildung, manche sind im Trainer-, Berater-, Coaching-Geschäft, nutzen das auch. Dann immer weiter und so ist man quasi, was Microsoft sehr, sehr gerne hat, natürlich dann sehr stark gebunden an diese eigene Software. Man kriegt dann hier und da mal ein Update, öfter mal ein 365-Update und so weiter mit ein paar Neuerungen, aber eigentlich ist es dann auch gut. Das ist auch soweit okay, das gilt für Keynote und andere genauso. Aber es verschließt natürlich schon durchaus, wenn man so auf eine Software sozialisiert ist, natürlich die Möglichkeiten, die es seit einigen Jahren gibt und heute vor allem ganz besonders, da zeigen wir ein bisschen was, weil der Trend ist eben nicht nur bunte Charts zu machen, die auch nett durch die Gegend fliegen, also auf dem Bildschirm durch die Gegend fliegen, durch Animationen, sondern es geht insbesondere darum, die verschiedenen digitalen Medien in seiner Präsentation einfließen zu lassen. Da reden wir also, wie kann ich Videos, wie kann ich Fotos, Slideshows, wie kann ich andere gestalterische Elemente so einbinden in meiner Präsentation, dass die Präsentation und die Botschaft, die ich da habe, tatsächlich im Mittelpunkt steht. Und das ist nicht so ganz einfach. Technik kann ein bisschen unterstützen, wenn auch nicht ablösen. Je jünger die Leute sind, letzter Satz dazu, umso mehr nutzen sie webbasierte Lösungen. Da ist Prezi dann ganz, ganz vorne weg. Also ihr könnt davon ausgehen, eure Kinder, Neffen, wie auch immer, Patenkinder werden irgendwo, kennen auf jeden Fall Prezi und viele nutzen es auch. Ist eine Lösung, die vor allem auf Webservern läuft, in der Cloud, aber auch mittlerweile durchaus Downloadmöglichkeiten und Exportmöglichkeiten auf die typischen PowerPoints und Co. auch ermöglicht. Gucken wir mal in den nächsten Chart. Das ist nämlich die Frage, die wir euch auch gestellt haben. Wie lange braucht ihr eigentlich? Und das ist das Entscheidende, weil neuere Tools und insbesondere KI-Tools schaffen dir einfach einen enormen Produktivitätsfortschritt. Heißt, du kannst in weniger Zeit mehr erreichen. Und da müssen eigentlich jedem die Ohren klingeln, weil wer möchte das nicht? Ja, ich möchte ja auch schnell essen, aber nicht 3 Stunden kochen. Das ist der Erfolg übrigens von McDonald's und Co. Und genauso ist es auch, ich muss morgen eine Projektpräsentation machen oder vor einem Kunden präsentieren oder einen Vortrag machen oder. Und habe eigentlich keine Zeit, jetzt irgendwie hier noch mich auf Neues einzuarbeiten und vor allem auch keine Zeit, das irgendwie groß stundenlang vorzubereiten. Das muss dann alles schnell, schnell gehen in unserer leider schnelllebigen Zeit. Aber wir sehen hier, da seid ihr mit euren 3 Stunden in den Antworten im Mittel, in der Antwort von Mentimeter, gar nicht so verkehrt gewesen, dass mehr als eine oder so zwischen 1 und 2 Stunden die meisten die Zeit für eine Präsentation verbringen, aber deutlich auch jeder Dritte ungefähr auch mehr als 2 Stunden, so zwischen 2 und 3. Und in Mentimeter haben wir sogar gesehen, dass einige bis zu 5 Stunden da unterwegs sind. Also, wenn man natürlich Leute fragt, wie viel Zeit brauchst du, wie in dieser repräsentativen Umfrage bei über 1000 Befragten, da sagt natürlich keiner so wirklich ehrlich, wie lange er da braucht, weil es misst ja auch keiner. Also da sitzt ja keiner mit einer Stoppuhr daneben und sagt so, ich fange jetzt mal an und messe mal, wie lange ich jetzt eine Präsentation brauche. Bei mir oder bei uns ist es mit Sicherheit so, wir fangen mit einer Präsentation an, machen dann nach einer halben Stunde irgendwas anderes, dann klingelt das Telefon, dann machst du ein Webinar, schwupp ist abends und dann sagst du, ich muss ja dann noch was fertig machen. Und so ist die Präsentationserstellung meistens zeitlich gesehen immer so ein fragmentierter Prozess, den man eigentlich dann kaum messen kann, es sei denn, man drückt ewig auf die Stoppuhr und misst das und notiert das. Wir haben das auch tatsächlich gemacht, ich ganz konkret jetzt in einem aktuellen Fall. Ich habe tatsächlich für eine Präsentation 4,5 Stunden gebraucht, um die inhaltlich abzudaten, um sie dann auch optisch schick zu machen. Und ohne ein vernünftiges Tool hätte ich da mit Sicherheit das Doppelte an Zeit gebraucht dafür.
Aber ihr seht, so zwischen 2 bis 3 Stunden, das ist der Klassiker, da sind 2/3 der Befragten auf jeden Fall drin, gefühlt und subjektiv empfunden sicherlich dann noch ein paar mehr, also nahezu wir alle. Es sei denn, man ist natürlich so irgendwo in der Beratung bei McKinsey, weil die lernen das da von früh auf, wie man sowas noch schneller hinkriegt. Also, wir sehen, der Zeitfaktor ist immens und was wir über die, mit der unserer KI-Toolparty rausbekommen haben, ist, dass in der Tat die Produktivitätszuwächse in dem Bereich der Präsentationserstellung, Vorbereitung doch sehr hoch sein können. Ja, da kommen wir zu dem Punkt Präsentationsmanagement mit KI. Wo kann ich denn KI überhaupt einsetzen, um Präsentationsthemen zu erleichtern? Und wenn man das so ein bisschen aus einer Prozesssicht betrachtet, gibt es quasi jeder Wertschöpfungspunkt, da kann uns die KI unterstützen. Also angefangen bei der Recherche über die Erstellung, über die Wirkungsoptimierung nachher hin bis auch zur Distribution. Wenn ich es beispielsweise international verschicken will, dann ermöglicht mit mir beispielsweise DeepL heute auch schon eine komplette PowerPoint-Folie in DeepL hochzuladen und die übersetzt in meine Zielsprache quasi direkt runterladen zu können. Also insofern, die gesamte Wertschöpfungskette wird ganz gut abgedeckt und ich habe hier einfach mal so ein paar Punkte aufgelistet, die kann man auch problemlos noch um das Doppelte oder Dreifache erweitern, aber ich kann ein passendes Farbschemata finden mit KI-Tools, ich kann Themenrecherche betreiben. Ihr seht, da sind ein paar Punkte rot, andere sind nur blau. Rot heißt, dass wir die heute auch vorführen. Also das wäre so der Bereich, wo wir nachher gleich auch reinspringen in unsere wirkliche Werkstatt, wo wir euch zeigen, wie man mit KI-Tools in dem Bereich arbeiten kann. Ja, Zahlen und Daten ermitteln, auch das kann ich sehr, sehr gut mit KI-Tools, die mich dabei unterstützen, Layout optimieren. Dieser Bereich, der ist sehr, sehr groß. Da gibt es eine ganze Menge an Lösungen und auch Ansätze. Das kann anfangen, dass ich eben ein Programm, wie ihr es genannt habt, vorhin Canvas nutze oder auch tatsächlich PowerPoint, was mir ja auch schon hier automatisierte Layouts, die mit KI Mechanismen arbeiten, bietet. Das geht aber auch noch weiter, dass ich das Layout auch optimiere, indem ich einfach gucke, wie wird denn das wahrgenommen mit Eye-Tracking. Auch das werden wir nachher vielleicht mal kurz noch reinspringen. Und dann Folien übersetzen, was ich anfangs schon gesagt habe, für die Distribution. Besser präsentieren, auch da gibt es eine ganze Menge. Da werden wir heute euch auch ein bisschen was vorführen und zeigen, was ich da so machen kann, was es gibt. Also ein Punkt ist schon mal eine Kamera, die, sage ich jetzt mal, eine Menge bietet, um so Einstellungen vorzunehmen. Also jetzt direkt kann ich schon mal zeigen. Also diese Kamera verfolgt mich beispielsweise, also so, dass ich im Raum rumgehen kann. Wenn ich einen Flipchart jetzt bei mir im Hintergrund habe, dann kann ich direkt zu meinem Flipchart laufen. Also wenn ihr jetzt hier seht, ich habe hier quasi beispielsweise, wenn ich jetzt so hier ein bisschen weitergehe, ich habe hier auch nochmal eine Whiteboard-Wand. Also ich gehe nochmal ein bisschen dran, dann seht ihr das quasi. Dann kann ich hier ans Whiteboard stellen und kann da quasi präsentieren. Ich kann mit dem ganzen Ding auch automatisch zoomen und wegzoomen. Also das ist so ein Thema, wo wir nachher uns nochmal ein bisschen angucken. Ich kann Stil- und Rechtschreibprüfung durchführen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich die Präsentationswertschöpfung mit KI deutlich beschleunigen, erleichtern kann. Und da wollen wir auch nicht lang drüber reden noch, sondern wir wollen da direkt einsteigen. Und ich würde einfach mal mit der Themenrecherche anfangen, weil das ist ja so ein Feld, was zuerst gemacht wird und was wir hier mitgebracht haben euch, um in die Themenrecherche so ein bisschen einzusteigen, ist ein Tool, das nennt sich Ask Brian. Und Ask Brian ist sowas wie ein Schweizer Taschenmesser der künstlichen Intelligenz. So haben wir es beide mal so ein bisschen betitelt, der Gerald und ich, nachdem wir uns das angeguckt haben und erste Erfahrungen gesammelt haben, weil es sehr, sehr viele Mechanismen der KI nutzt, wie zum Beispiel eine Transkription oder auch, dass ich quasi Dinge automatisch übersetzen lassen kann. Also da passiert relativ viele Mechanismen aus der KI unter einer Haube. Und ich springe einfach mal rein. Das Ask Brian gibt es in einem Chat-Version im Teams von Microsoft. Kann ich das als Chat reinziehen? Ansonsten kann ich es auch als E-Mail-Assistent nutzen, sodass ich Ask Brian immer wieder anschreiben kann. Also es ist quasi wie so eine Art Dialog-Tool, was mich begleitet und was mir hilft. Und ich würde mal kurz meinen Bildschirm jetzt hier zeigen, damit ihr da einen Eindruck gewinnt, wie das Ganze aussieht. Das ist jetzt quasi in Microsoft Teams drin, in dem Chat. Ihr seht hier auf der linken Seite ist Ask Brian und hier seht ihr quasi so das Set an Dingen, wo mir Ask Brian helfen kann. Es nennt sich Skills Overview.
Und in dem Skills Overview, das seht ihr, Translate File, Convert PDF. Ich habe aber auch hier bei Research Company Analysis, Top Companies, Consulting Methods, Custom Icon Set, Pictures, Slide Templates. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die mir hier schon quasi angeboten werden. Und wir fangen einfach mal an mit der Recherche. Und ich sage, ich möchte jetzt beispielsweise Company Analysis auswählen, weil ich möchte mich zu einer bestimmten Firma nochmal informieren. Das heißt, ich brauche da ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu einer großen Firma. Und wir nehmen jetzt einfach mal Microsoft, geben das hier ein und sagen Ask Now. Warten kurz, also Brian hat ja auch schon geantwortet, I'm on it, give me a few seconds. Und was ich jetzt was er im Hintergrund bearbeitet, dass er verschiedene Datenbanken abfragt zu dieser Firma und dass er quasi diese Daten dann aufbereitet und mir hier dann zur Verfügung stellt. Das Schöne, was hier passiert, ist, dass er die schon sehr gut aufbereitet. Das heißt, dass er aus den Datenbanken die Sachen rauszieht, aber dass er nicht nur die als, sage ich jetzt mal, CSV-Datei oder ähnliches mir dann gibt, sondern dass er tatsächlich hier eine kleine Präsentationsfolie, eine PowerPoint-Folie dann dazu aufbereitet und mir gibt, sodass ich quasi dann auf PowerPoint-Ebene das Ganze abrufen kann. Zusätzlich kriege ich meistens auch eine Excel-Liste. Hier seht ihr jetzt die Ergebnisse. Ich habe einmal die Excel-Liste mit den Daten und Fakten, wo ich die Zahlen nochmal wirklich in Tabellenform aufbereitet habe. Und hier habe ich aber auch die PowerPoint. Ich lade einfach mal die PowerPoint runter und zeige euch die. Kleinen Moment, ich würde mal hier den Bildschirm ein bisschen anders teilen, dass ihr das Gesamte seht. Ich glaube, das macht in dem Fall jetzt Sinn, dass wir uns so ein bisschen, er hat hier die Folie runtergeladen. Ich gehe mal kurz hier rein, öffne die einfach mal. Und hier seht ihr jetzt das Ergebnis, was er mir ausgespielt hat. Ich sehe hier quasi die Analyse, also so eine Art Summary, was Microsoft so tut, was für eine Firma das ist. Dann sehe ich hier die Key Officers, also die Verantwortlichen, die Zentralen. Hier bekomme ich aber auch sowas wie einfach nochmal Zahlen, Return of Investment und so weiter. Hier sehe ich das Ganze nochmal auch in verschiedenen grafischen Darstellungen zu der Firma. Also ich bekomme eine ganze Menge an spannenden Informationen zu dieser Firma, die ich jetzt hier abgefragt habe und kann die dann tatsächlich, weil es auch schön in PowerPoint-Form ist, rauskopieren und für meine Präsentation nutzen. Also das macht es sehr einfach, sage ich jetzt mal hier, Fakten und Daten zu recherchieren und das schon in der richtigen Form zu bekommen. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, oh, das ist aber jetzt ein bisschen problematisch, weil das ist ja alles in Englisch. Auch das ist kein Problem. Wenn ihr einen DeepL-Account habt oder sogar auch Ask Brian, könnt ihr einfach Ask Brian eine Folie hochladen oder auch einen Foliensatz und könnt sagen, übersetzt mir das bitte auf Deutsch und dann kriegt ihr die deutsche Übersetzung in PowerPoint quasi als PowerPoint-Folien zurück. Brauche ich jetzt hier nicht vormachen, ist einfach ein weiteres Feature, geht mit DeepL, geht aber auch mit Ask Brian. Ja, so viel schon mal zum Thema Recherche. Im weiteren Bereich von Brian kann ich nicht nur recherchieren, sondern ich kann jetzt, wenn ich jetzt nochmal auf den Skills Overview gehe, auch sagen, hilf mir mal, entsprechende Icons noch zu bekommen für meine Grafikerstellung in der Präsentation. Und dann kann ich hier beispielsweise sagen, gib mir was für künstliche Intelligenz. Übrigens, ich kann dieses Tool Ask Brian auch auf Deutsch füttern. Es versteht Deutsch. Es gibt mir halt nur alle Ergebnisse auf Englisch immer wieder zurück. Nehmen wir einfach mal die künstliche Intelligenz. Dafür hätte ich gerne ein Custom Icon Set, also ein Set mit verschiedenen Symbolen, um meine Präsentation dann entsprechend damit auszustatten. Gleiches Spiel wie vorher. Es dauert einen kleinen Moment. Brian muss natürlich im Hintergrund an dem Ganzen arbeiten, um mir das rausgenerieren zu können. Baut mir das aber auch dann schon wieder praktisch so auf, dass ich das nachher direkt integrieren kann. Ihr werdet das gleich sehen. Auch hier kriege ich quasi als Ergebnis wieder eine PowerPoint-Folie oder mehrere PowerPoint-Folien, je nachdem, was ich abgefragt hat und wie viele Icons er hier quasi dafür finden und ermitteln konnte. Hier ist jetzt das Ergebnis. Ich springe einfach mal rein, gehe auf den Download. Wir öffnen den kurz. Und dann seht ihr hier, kriege ich hier mein Icon-Set, einmal für das Thema Artificial, einmal hier für das Thema Artificial Intelligence und einmal für den Bereich Intelligence. Alles sehr gute Icons, die wir selber zum Teil sogar auch schon in unserem Logo in ähnlicher Form bei KI Toolpart im Einsatz haben. Also ihr seht, die Maschine hat hier eine sehr gute Assoziation getroffen und hat auch schon sehr, sehr gute Icons rausgeneriert. Ja, das mal so ein bisschen als
ersten Eindruck, wie er hier in dem Thema Recherche und Anfang Präsentationsbearbeitung unterwegs sein könnte. Ja, der nächste Bereich, der hier auch spannend ist, wenn ich jetzt noch mal kurz in die Präsentation reinspringe, dann wäre das so nach der Themenrecherche das Ganze, der Bereich Layout optimieren. Und bei Layout optimieren, da kommt ein Tool bei uns sehr stark zurzeit im Einsatz. Das ist Beautiful AI. Und Beautiful AI, da springe ich mal kurz auch rüber. Beautiful AI ist letztendlich eine ein Dienst, ähnlich wie jetzt auch Prezi oder ähnliches, der mir hilft, Präsentationsfolien zu erstellen und mit diesen zu arbeiten. Der große Vorteil bei Beautiful AI ist es einerseits, dass es ein Plugin gibt für PowerPoint, so dass ich das direkt in PowerPoint integrieren kann, was mir die Arbeit leichter macht, da ich nicht sozusagen nur in dem eigenen System von Beautiful AI mich bewegen kann. Das ist so ein großer Vorteil. Und der zweite große Vorteil ist, dass ich eine riesige Bibliothek an Möglichkeiten habe, um Slides in bestimmten Formen und Themen zu integrieren. Ich gehe einfach mal, hier ist jetzt so die typische Oberfläche, da ist eine Präsentation von einem News Talk, den wir gerade am Vorbereiten sind oder beziehungsweise den wir jetzt durchgeführt haben, den wir jetzt anpassen, den KI Tool Party News Talk, ein kleiner Podcast, den wir noch neu aufgesetzt haben. Und hier seht ihr, haben wir verschiedene Folien, die wir quasi damit gebaut haben. Und wenn ich jetzt einfach mal auf Add Slide gehe, ich brauche eine neue Folie, dann seht ihr, ich habe erstmal hier die Möglichkeit, auf bestimmten Kategorien zu wählen. People, List, Structure, Data, Charts, Visual Impact und so weiter. Hier sind, sage ich jetzt mal, häufig genutzte Slides. Und hier kann ich aus diesen ganzen Slideformen auswählen, kann jetzt auch vielleicht sowas wie gehe ich nochmal auf Team, ja, ich will eine Teamdarstellung machen und dann seht ihr hier schon, schlägt er mir verschiedene Sachen vor. Ich könnte jetzt hier so eine Team-Members-Folie nehmen. Wenn der Gerald und ich uns nochmal vorstellen wollen, dann haben wir hier die Möglichkeit, hätte ich gleich sozusagen hier diese Teams-Folie, könnt dann eben hier die Überschrift eingeben, die Dinge orientieren und habe dann hier die Möglichkeit, das auch zu erweitern, indem ich hier sage, okay, wie viele Team-Member sind es denn? Dann würde er automatisch auf der Folie, wenn ich sage, wir haben 7, würde er automatisch 7 draus machen. Also es ist sehr, sehr praktisch, weil er sehr schnell schon agieren kann. Also wenn ihr das so vergleicht mit dem normalen PowerPoint, müsstet ihr jetzt, wenn 2 dazukommen, müsstet ihr alles wieder neu ausrichten und erstellen. Und hier könnt ihr einfach durch die wechselnde Anzahl schon die automatische Größenanpassung und Ausrichtung des Ganzen sehr, sehr schön erreichen. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Slide-Erstellung rein, was auch sehr praktisch ist und schön ist, wenn ich jetzt beispielsweise auf sowas gehe, wo ich verschiedene Möglichkeiten nochmal habe, dass ich sage, zeig mir das Ganze schon in meiner Look and Feel Art, die ich eingestellt habe für diese Vorlage, mit der ich jetzt gerade arbeite. Und wenn ich hier drauf gehe, dann seht ihr, dass er schon automatisch die richtigen Farben und Hintergrundfarben etc. und Schriftarten nutzt, die schon genau dann zu meinem Stil passt von der Präsentation, die ich jetzt hier in Bearbeitung habe. Also das ist das Schöne, dass er quasi auch schon Stile, Farben und Formen direkt für mein entsprechendes Layout, für mein Präsentationsvorlagen-Template nutzt und es daraufhin anpasst. Ja, das mal so ein bisschen zum Thema Erstellung, was hier noch geht, was hier gibt. Ich springe vielleicht noch mal einmal, dass ihr einfach auch seht, wie das nachher in PowerPoint aussieht. Gehe ich tatsächlich mal in eine PowerPoint-Präsentation neu kurz noch rein. Nehmen vielleicht sogar gerade mal unsere Präsentation, dass ihr einfach so ein Gefühl habt und seht, wie das Ganze aussieht in PowerPoint als Integration. Also wenn ich jetzt hier, kleinen Moment, ich teile mal nochmal neu den Bildschirm, dass ihr das hier seht in der Bearbeitungsoberfläche. Das ist jetzt die Präsentation, die ich gerade aufhabe oder die wir auch gemeinsam betrachten. Wenn ich hier sage jetzt Add Slide, dann komme ich hier rüber zu Beautiful AI und dann habe ich eigentlich genau die gleichen Sachen. Ich habe die Möglichkeit, erstmal die Vorlage zu nutzen. Jetzt hier, das wäre zum Beispiel unsere Toolparty-Vorlage, kann sagen Create Slide. Habe dann hier wieder meine Möglichkeiten, Textboxes beispielsweise. Kann hier auch sagen, baue mir auch wieder das entsprechende in der Ansicht an auf das entsprechende Template, was ich gerade im Einsatz habe. Und kann dann direkt in PowerPoint das importieren sozusagen und kann das dort auch, also hier bearbeite ich es und wenn ich fertig bin, wenn ich auf Save gehe, ist es Teil meiner Präsentation in PowerPoint. Ja, so viel
Dazu, was das Thema Erstellung angeht, was natürlich da auch noch ein Thema ist, bei der Erstellung möchte ich auch immer ein gutes Layout hinbekommen. Da habe ich euch auch noch mal ein Beispiel mitgebracht. Bin ich aber auch gleich fertig so. Das wäre dann der letzte Punkt in dem Bereich. Denn Thomas hatte ja am Anfang noch mal gefragt auch, wie sieht es denn aus mit dem Thema Eye-Tracking? Eye-Tracking ist auch ja quasi heute sehr stark in der Simulation über künstliche Intelligenz möglich. Ein Tool, was wir beispielsweise sehr viel nutzen, ist iQuant. iQuant simuliert quasi den Blickverlauf eines Nutzers, wenn er quasi ein optisches Element präsentiert bekommt, wie eine Präsentation. Und dementsprechend generiert es daraus sogenannte Heatmaps, also Hitzekarten, die mir zeigen, wo die Blicke hinwandern. Und das kleine Beispiel, was ich jetzt hier noch mitgebracht habe, ist, dass ihr einfach mal seht, wir haben quasi verschiedene, wir wollen was über Italien erzählen, haben dazu eine Folie gemacht und diese Folie, die lassen wir einfach mal analysieren und gucken, wie uns das Eye-Tracking-System diese Folie verarbeitet und was uns das Eye-Tracking-System sagt, wo denn die Blicke hier hinwandern. Und ihr seht hier die italienische Art, Essen, Architektur, Mode, Strand und Stadt, freundliche Leute, Cappuccino. Hier seht ihr die typischen Bilder von einem Cappuccino, von Sardinien, entsprechende Automobile aus Italien, die stellvertretend sind für das italienische Lebensgefühl. Und wenn ich das Ganze analysieren lasse, dann seht ihr, habe ich hiermit quasi ein Problem mit der jetzigen Darstellung, denn die hauptsächlichen Blicke hier gehen auf die Kaffeetasse und auf den Felsen von Sardinien. Ansonsten mein eigentlicher Textinhalt wird sehr wenig gesehen. Das heißt, es wäre jetzt ein ganz klares Auswertung, wo ich weiß, okay, wenn ich mit diesem Foliensatz hier jetzt unterwegs bin, wäre das nicht sehr günstig, weil die Leute erstmal gar nicht wahrnehmen oder in der wahrnehmungspsychologischen Verarbeitung der Folien so auf die tatsächlichen Facts und Figures gehen, die ich hier ja auch schriftlich nochmal dargelegt habe. Dann baue ich die Folie um. Neuer Vorschlag, ich mache sie kürzer, prägnanter, die italienische Art, Essen, Architektur, Kaffee, mache sie prägnanter und guck mal, was dann passiert. Und das Ergebnis hier seht ihr schon deutlich besser, die italienische Art, jetzt wird mein Text aufgefasst, ihr seht hier auf den einzelnen Folien ist auch nochmal, wird erfasst hier die einzelnen Punkte. Das Bild kriegt auch noch Aufmerksamkeit, aber nicht mehr so stark. Also jetzt habe ich es geschafft, durch diese Änderung schon komplett meinen Inhalt in Szene zu setzen und nicht nur einzelne Bildbestandteile, wie es vorher war. Das ist der Punkt, wo einfach iQuant oder Eye-Tracking insgesamt uns sehr, sehr gut unterstützen kann, auch die Wirkung schon im Vorab einer Präsentation zu optimieren, sodass ich nachher mit einem optimalen Präsentationsset rausgehe, was auch wahrnehmungspsychologisch eine wirklich durchschlagende Wirkung hat. Ja, so viel dazu mit dem Thema Recherche und Erstellung. Und ich denke, das spannende Feld ist natürlich auch die Wirkung. Wie kann ich quasi noch meine Wirkung verbessern und optimieren mit KI? Und da hat der Gerald uns auch noch mal schöne Sachen mitgebracht. Und deswegen gebe ich gern das Wort an Gerald weiter. Ja, Christopher, super. Das war super prägnant. Gerade so die iQuant-Geschichten sind da wirklich extrem wirkungsvoll. Ne? Ich zeige euch jetzt auch noch mal etwas anderes. Deswegen gebe ich meinen Bildschirm jetzt mal frei. Und zwar ein Tool, das von einem Start-up-Unternehmen aus München kommt. Das nennt sich Prezp. Ein ganz komischer Name. So sind halt Start-ups, die lassen halt dann ihre Vokale alle weg. Also Prezp könnt ihr unter Google dann auch entsprechend finden, die Informationen. Ich bin jetzt hier mal eingeloggt. Wir haben da eine Lizenz für dieses Tool. Und was macht dieses Tool? Es hilft dir als Präsentator oder Präsentatorin deine Präsentation einzusprechen per Video und per Audio in dieses Portal und zweitens mit einer künstlichen Intelligenz die Wirkung und die Verbesserungspotenziale deiner ganz persönlichen Präsentation auszuarbeiten. Das funktioniert mega einfach. Und zwar, ich gehe mal hier unten auf Session aufzeichnen. Ob das jetzt an diesem Laptop funktioniert, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Man muss wahrscheinlich erstmal einiges Kamera und sowas erstmal genau freigeben. Ich gebe mal Kamera frei, mal sehen, ob das funktioniert. Und MacBook,
So, und wenn ich dann hier auf Aufnahme gehe, dann würde jetzt quasi meine Präsentation hier aufgenommen werden. Das ist so wie eine Videokamera. Zugleich kann ich aber auch noch die PowerPoints bzw. meine Präsentation hochladen. Das macht man dann hier oben, indem man es in seine Präsentation hochlädt. Und dann entsprechend werden die Bilder und mich, ich als Präsentator und meine Stimme dann auch komplett aufgezeichnet. Es gibt dann am Ende, nach dieser Aufzeichnung drücke ich dann auf Stopp und sage, okay, das war's jetzt und fertig ist das. Und dann gucke ich mal, das war, ich euch mal ein Beispiel zeige, das habe ich hier mal eingeladen. Vielleicht, das ist ein, vielleicht was Live-mäßiges. Vielleicht hier in diesem Fall. Was ist da einfacher, als einfach meine Studentin vor das Tool zu setzen und das mal für Demonstrationszwecke dann auch mal hier zu zeigen? Also die junge Dame hat jetzt hier quasi dann ihre ganze Präsentation zu Hause, sogar mit einem eigenen Bildschirm auf der Präsentation selbst gehalten. Und dieses Tool, beziehungsweise die künstliche Intelligenz dahinter, die wertet die Session aus nach bestimmten Kriterien. Die seht ihr hier nach Sprachgeschwindigkeit. Skaliert wird von 1 bis 10. 10 ist super, super, mega optimal. Und 1 ist halt, naja, nicht so ganz so toll. Es geht an die Pausen, es geht an Wortwiederholungen. Es geht um Füllwörter, die üblichen Äs und so weiter und so fort. Und es geht um die Deutlichkeit der Sprache. Das heißt also, dahinter ist dann ein Deep Learning System, das aufgrund von großen Datensammlungen dann meine eigene Präsentation vergleicht und guckt, okay, wie sind wir hier im Schnitt? Sind wir da besser oder sind wir schlechter als der Durchschnitt erstens und zweitens vor allem auch verglichen mit den besten Präsentationen, die in diesen Datenbanken dann entsprechend liegen. Man sieht hier also bei der Kim beispielsweise, so mit Pausen hat sie es nicht. Wenn man sie kennen würde, versteht man das auch. Kaum Pausen, so rhetorisches Feuerwerk, was natürlich für bestimmte Sales-Geschichten und so auf Messeständen und sowas sicherlich ganz nett sein kann. Aber wenn ich jetzt vor einer Gruppe präsentiere oder noch krasser im Online-Bereich und keine Pausen mache, ist das für den Empfänger ganz, ganz schwierig noch zu folgen. Ich hoffe, dass wir es heute etwas besser machen und einen höheren Wert bekämen. Ich weiß es nicht. Das Thema Sprechgeschwindigkeit ist gut, das ist ganz okay. Es gibt dann hier auch nochmal Informationen, wie viele Wörter und so weiter sollten denn hier sein. Und dann wird das alles gezählt und man kann sich also hier wunderbar orientieren. Wenn ich jetzt gerade im Sales oder in Pitching, weil das ja auch heute vorhin in Mentimeter genannt wurde, arbeite, dann ist es ja auch ganz wichtig, dass ich beispielsweise bestimmte Keywords häufig wiederhole, so wie preisgünstig oder qualitätsbewusst oder zuverlässig, also so Adjektive, die kann ich wiederholen, um sie dann beim Betrachter dann, kognitiv stärker und schneller zu verankern. Das macht dann das hier mit diesen Wiederholungen. Füllwörter, klar, und Deutlichkeit ist auch klar. In der Summe gibt es so ein gesamtes Ding. Eine gesamte Auswertung von 7,4 ist also gar nicht so schlecht hier. Die Kim hat hier schon in einigen Bereichen wirklich gut abgeräumt, ist aber eine Labertasche, weil sie keine Pause macht. Daran wäre dann zu arbeiten. Und was passiert jetzt? Jetzt kannst du diese Präsentation ein weiteres Mal und nochmal und nochmal und nochmal quasi unbeschränkt einsprechen. Und was passiert dann? Das haben sowohl wir getestet als auch gemeinsam mit der LMU in München, die an dieser Softwareentwicklung mitbeteiligt ist, getestet und dazu auch einige wissenschaftliche Papers rausgebracht. Und die ergeben diese Untersuchungen, dass wenn jemand zwischen 3 bis 5 Mal den gleichen Vortrag hält, in der gleichen Zeit, mit dem gleichen Thema, den gleichen PowerPoints, den gleichen Charts, dass dann hier die einzelnen Punkte signifikant verbessert werden. Also es ist damit belegt und bewiesen, dass wenn man diese Übung macht und dann gezielt Hinweise auf den Verbesserungsbedarf bekommt, dass dann die Gesamtperformance deutlich, also signifikant deutlich besser wird. Eigentlich sagen wir da ja nichts Neues. Ja, man muss ja nicht immer alles wissenschaftlich untersuchen. Wir wissen das, wenn wir uns vor den Spiegel stellen. Und wir haben ja so einige großdiktatorische Politiker, von deren Historie wir kennen, dass sie ihre Reden vor Spiegeln Tage, Wochen lang geübt haben. Ja, dann sitzt so ein Ding natürlich auch. Aber wer macht das denn wirklich?
Oder wir sagen dann auch Studierenden oder auch unseren Klienten, naja, dann stell doch mal da dein iPhone hin und präsentier dich doch mal. Wer macht das denn wirklich? Denn es fehlt das Feedback und die Auswertung und es fehlen die Verbesserungskategorien. Das ist ein Tool, mit dem so etwas geht. Das wird in den nächsten 12-24 Monaten werden solche Tools weiter aus dem Boden schießen. Da ist viel Venture-Kapital gerade am Laufen, weil das ist einfach absolut, absolut mega. Und wir werden es auch für unsere Hochschule jetzt flächendeckend einsetzen. Wir reden hier von 34.000 Studenten und einem Budget, das ist siebenstellig dafür pro Jahr. Also es hat wirklich insgesamt absolut überzeugt, diese ganze Geschichte. Vielleicht einfach mal drauf gucken, Prebs, mit den Leuten mal Kontakt aufnehmen und man kann Einzellizenzen bekommen, Company-Lizenzen, alles, was da so geht. Die sind absolut gesprächsbereit und freuen sich auf jeden neuen Kontakt. Okay, dann das Thema, warum stellt man sich eigentlich nicht vor die Kamera? Ja, weil man denn da so komisch statisch stehen muss. Deswegen, wir haben das schon bei Christopher vorhin gesehen, diese fantastische Kamera von OpSpot. Ich habe das auch schon in den Chat reingegeben. Das ist nicht die Kamera, die der Christopher hat, aber es ist die gleiche Firma, die haben mehrere Kameras. Ich möchte zeigen eine andere. Ich habe die physisch dabei, aber Leute, Vorführeffekt, Akku alle. Das Ding hat nur einen Akku, kein Netzteil. Und ich habe es dann getestet, da ging es dann. Und als ich es dann nochmal getestet habe, ging es nicht mehr, dann ist der Akku einfach alle. Ich kann es jetzt leider live nicht zeigen. Aber wartet mal kurz, dann gehe ich nochmal, gehen wir nochmal gemeinsam auf diese OpSpot-Seite. Weil das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Hack. Und das ist diese Seite hier. Also, es gibt verschiedene Kameras. Es gibt natürlich die Kameras, die man sich oben auf den Bildschirm setzen kann. Die haben wir bei Christopher gesehen für so Workshops, Online-Coachings von zu Hause, Arbeit mit Flipcharts von Vorlesungen hin bis zu Beratungsgesprächen. Super, super cool. Also, wir nutzen es wirklich echt konsequent mittlerweile. Das Feedback ist immer ein neben der Qualität und der Dynamik, die sowas natürlich in so eine Sitzung reinbringt, vor allem auch immer, ey, sag mal, hast du da zwei Leute hinter der Kamera stehen, die das immer so schwenken? Also weil die Technologie so First-Mover-Technologie ist, ist sie noch nicht im Mainstream so angekommen, dass denn tatsächlich dann auch solche Fragen genannt werden. Wir sehen hier Beispiel, das ist jetzt die Original-Firmenseite. Wir haben übrigens keinen Deal, kriegen keine Verkaufsprovision und nichts. Wir nutzen sie nur selber und haben sie auch privat gekauft. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Das ist eine kleine Kamera, oben iPhone eingeklemmt. Ihr seht hier oben eine Kamera und das Ding ist vollgeproppt mit KI. Hat kein Netzteil, komplett Bluetooth-Verbindung zum Laptop oder auch zu Beamern. Und du kannst es auch an Zoom einfach anklemmen mit einem USB-HDMI-Kabel, richtig? Und was macht das Ding? Du kannst denn das beispielsweise auf den Boden stellen. Jetzt macht die Dame hier kleine Sportübungen. Sie macht Sportübungen. Und ihr seht, diese Kamera verfolgt dich dann tatsächlich sowohl in Höhe als auch in der Breite. Sie schwenkt komplett mit. Und die KI hat eine Gesichtserkennung darin, sodass immer das Gesicht absolut fokussiert ist dabei. Und das ist absolut super. Die ist portabel. Du kannst sie immer mitnehmen. Du kannst aus jedem Hotelzimmer deine Veranstaltungen machen oder eben dann halt auch solche Selfie-Geschichten, je nachdem, für welchen Anwendungsbereich du das machst. Und vor allem, du kannst es für deine eigene Präsentation nutzen. Dass wenn du dann also eine Präsentation machst, stellst du das Ding auf den Tisch, ungefähr so auf Brusthöhe, hältst deine Präsentation davor und nimmst das mit deinem eigenen iPhone auf. Dann muss man nicht unbedingt dieses Brett zwingend nutzen, sondern schaust dir das entsprechend an. Leider gibt es dann keine Auswertung. Dann müsste man das halt dann irgendwie über Family, Friends und Buddies dann entsprechend aufnehmen lassen. Die Influencer fahren auf dieses Zeugs tierisch ab, klar, weil die nehmen das immer mit in ihrer kleinen Tasche, Jackentasche, klemmen das Handy ein und machen dann halt irgendwo dann ihre Videos und ihre Selfie-Geschichten, ohne dass ein Zweiter mit dabei sein muss.
Also da gibt es wirklich zahlreiche Anwendungsbereiche, auch hier insbesondere für Präsentationen im Business-Bereich, wenn man jetzt keine Company-Lösung mit einer KI-gesteuerten Verfolgerkamera hat in seinem Büro oder in seinem Unternehmen, genügen auch jetzt für den Einzelunternehmer beispielsweise solche Geschichten. Ich habe das Ding nahezu immer dabei, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich weiß, da ist irgendwie eine Präsentation angesagt, dann nehme ich das Ding immer. Ich habe es einfach immer dabei. Heißt nicht, dass ich es auch immer nutze, aber ich nutze es wirklich sehr häufig. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Ja, das Ganze steuerbar mit Gesten abschließend. Die Dame zeigt das hier. Das heißt also, du kannst dann auch Zoom-Effekte erzielen und auch statische Effekte, wenn sie sich nicht bewegen soll und so weiter. Also das funktioniert auch alles ziemlich gut. Ist im deutschen Markt im Übrigen auch gar nicht so lange bei uns verfügbar, erst seit, ich glaube, einem halben Jahr oder 8 Monate ungefähr. Wir haben uns das letztes Jahr, Christopher und ich, aus Asien besorgt mit unglaublich hohen Zollgebühren. Das ist so, ne? Du kaufst irgendwas, denkst irgendwie, bist First Mover, super klasse, dann kaufst das Ding für irgendwie 300 Euro und dann kommt dann 6 Wochen später dann der Zoll, sie zahlen bitte nochmal 79 Euro an das Zoll, an den Zoll jetzt nochmal nachträglich. So ist es halt, wenn man das ja, okay, so, das dazu erstmal, wir testen so etwas, jetzt weniger die Hardware, aber vor allem die Software in unserer Toolparty. Im Chat findet ihr dort die entsprechenden Links. Ihr könnt auf unserer Toolparty natürlich den kostenlosen Newsletter abonnieren. Der kommt einmal im Monat. Da stellen wir dann immer ausgewählte Tools vor, so 1-2 Tools in maximal, wenn ihr das ganze Portfolio haben möchtet, wie ihr mit KI-Tools wirklich richtig nach vorne kommen wollt. Insbesondere für Marketing, Kommunikation und Sales, dann könnt ihr da auch in ein geringes kleines Abo gehen. Da bieten wir für alle Breakfast-Teilnehmer hier auch einen Rabatt. Alles findet ihr in den Chats. Das nur als kleiner Hinweis, wenn ihr euch da weiterentwickeln wollt. So viel jetzt erstmal zu den Cases und jetzt haben wir sicherlich noch mal eine Minute Zeit für Fragen, oder? Super, genau, großartig. Da kam auch schon eine erste Frage über den Chat, habe ich gerade gesehen. Da war die Frage, was haltet ihr von Jesper? Jesper ist ja ein Tool für KI-Textgenerierung, hatten wir auch schon hier ein Digital Breakfast dazu. Ist ein gutes Tool, keine Frage. Wir setzen eher so in unserem Bereich so ein bisschen auf die deutschen Pendants, also beispielsweise Neuroflash, weil die eben sehr stark ihre KI-Textgenerierung schon auf das deutsche Sprachmodell optimiert und angewendet haben. Das ist so ein bisschen, wo wir halt mitarbeiten. Wir haben schon relativ viel ausprobiert in KI-Textgenerierung und es ist durchaus auch eine sehr gute Möglichkeit, um für eine Präsentation auch Themen sich zu erschließen, weil ich kann mir ja quasi Text zu einem bestimmten Thema generieren lassen. Und damit kann ich mich quasi über die Text-Engine auch sehr gut für die Präsentationsrecherche quasi diese Text-Engines nutzen. Übrigens, Ask Brian, was ich gezeigt hat, hat sowas auch an Bord. Ich kann zum Beispiel sagen, mach mir eine Aufzählungsliste zum Thema XY und dann kriege ich eine PowerPoint-Folie. Also zum Beispiel, mach mir eine Aufzählung zum Thema Einführung CRM-System und dann kriege ich nachher eine PowerPoint-Folie, die auch mit KI-Text-Engines erzeugt wurden, wo mir wichtige Punkte präsentiert werden, die zu beachten sind, wenn ein neues CRM-System eingeführt wird. Und das kann ich natürlich auch mit dem KI-Text-Tool wie Jesper machen. Wie gesagt, wir sind eher so halt in der deutschen Ecke, versuchen da so ein bisschen zu adaptieren, weil wir da gemerkt haben, da sind die Ergebnisse noch ein Stück besser. Ja. Unglaublich, unglaublich, was ihr da wieder gezeigt habt. Also ich gehöre zu einem, der sehr, sehr viel Zeit in Präsentationen steckt, ja, also schon, also was ich Präsentationen gemalt habe, ich sage es einfach mal so, ja, das sind ja zigtausende von Seiten und also von daher bilde ich mir ein, dass ich schon relativ schnell bin, ja, was die Inhalte angeht und so weiter, aber was ich absolut gigantisch finde, ist jetzt, ja, sind die Tools, die ihr heute vorgestellt habt, weil es einfach, ich glaube, nochmal eine andere Qualitätsstufe erreicht man damit. Vor allen Dingen, was ich ganz gut finde, das mit der Psychologie und so weiter, mit dem Eyequant. Man bildet sich ja immer ein, die Folie ist gut, ja. Und ich glaube, wenn man die ganzen Tools nutzt,
um seine Präsentation zu verbessern und man ist dann durch. Und dann macht man nochmal das Prezep. Also das ist schon also mega, absolut mega. Also ich werde es auf jeden Fall mal präsentieren. Vielen, da bin ich jetzt auch wieder sehr, sehr eigennützig, uneigennützig oder eigennützig, bin eigentlich beides, weil sonst hätten wir ja das Breakfast-Net. Und was ich auch interessant finde, am Anfang, sage ich mal, waren ja relativ wenig Tools, die genutzt wurden. Und also ich hoffe mir da natürlich jetzt einen zeitlichen Vorsprung, schneller was zu machen. Und die Qualität ist natürlich entscheidend, ja, wenn es besser passt. Ja. Ich weiß nicht, wie geht's den anderen Fragen? Fragen können wir natürlich jetzt auch stellen an der Stelle. Ich weiß nur, dass der Gerald jetzt sich gleich verabschieden muss, ist halt so, aber der Christopher ist ja noch da. Also könnten wir jetzt noch ein bisschen in die Fragerunde einsteigen. Gerald, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und es gibt noch ein paar Tool-Partys hier nächsten Monat. Tool-Party 4 und übernächsten Tool-Party 5 und nächstes Jahr wird es auch weitergehen. Also an alle Zuschauer, Zuhörer, bleibt am Ball. Genau, ja, habt ihr noch Fragen? Gerne auch auf der Tonspur, ja, also gerne auch hier und natürlich auch die LinkedIn-Gemeinde. Wir beobachten ja auch den LinkedIn-Chat, also da könntet ihr auch jetzt nochmal Fragen stellen, ja, so dass wir noch die ein oder andere Frage beantworten. Also liebend, liebend gerne. Ja, schauen wir mal. Vielleicht seid ihr auch alle erschlagen. Das kann auch sein. Also ich habe auf jeden Fall Hausaufgaben zu machen, muss ich stellen. Ja. Ja, Thomas, du kannst gerne mir mal einen Foliensatz rüberschicken und ich jag den durch Altwand durch. Und dann gebe ich dir den wieder zurück. Und also wenn du da Interesse hast. Ja, mache ich gerne. Das war, glaube ich, auch noch eine Frage. Ist es egal, PowerPoint oder ist es egal, das Blatt? Ja, also in dem Fall ist es so, also in Alquan speise ich quasi Bilder ein. Ich kann quasi einfach, ich mache einen Screenshot von der einzelnen Folie, lade das hoch. Ich kann auch mittlerweile Videos analysieren. Ich könnte zum Beispiel die PowerPoint durchklicken, da draußen ein Video machen, das hochladen, dann habe ich quasi alle Folien in einem Satz analysiert, weil ich quasi nachher eine Videoanalyse kriege. Also dieses Video kriege ich dann zurück mit einer Overlay oben drüber in Echtzeit, was sich auf die einzelnen Ansichten des Videos legt. Also ich kann mittlerweile mit den Tools auch Videoanalyse betreiben. Also ich könnte mich auch sogar hinstellen, die Präsentation auf einem Bildschirm zeigen, mich daneben stellen, dann würde mich und alles noch analysieren in Echtzeit in dem Video und mir eine Overlay drüber machen, wie gut ich und wie gut die Präsentation gesehen wird. Also da kann also, ich das machen. Das wäre im Grunde genommen ja noch auch mal jetzt, das, wenn du es mit dem Prez präsentierst, ja, könntest du parallel dann nochmal Heatmap machen von der Präsentation. Genau. Ne? Genau, also du könntest quasi doppelt analysieren, wenn du so willst. Ja, hast du da zwei also das, also d- jetzt, ich lasse jetzt einfach mal meine Gedanken freien Lauf. vielleicht wäre das auch mal ein Thema, also ein Werkstattthema, ja, wo man sagt, okay, wir machen das vielleicht nächstes Jahr. Man macht wirklich mal so eine Anwendung. Also ich würde mich auch als Opfer bereit erklären. Ich präsentiere einfach mal, sagen wir mal, 8 Minuten, ja. Und anschließend machen wir die Analysen. Meinst du, sowas wird man hinkriegen? Das wird man hinkriegen. Das einzigste Beschränkung, die wir aktuell noch haben, also diese Videoanalyse ist nach wie vor im Beta-Stadium. Das ist so das ganz neue Heiße aus dem Labor von Alquant und auch von den anderen Eye-Tracking-Anbietern. Und die Analysedauer für ein Video ist auf 1 Minute beschränkt. Also man müsste das quasi mit 1 Minute halt machen. Aber das reicht ja auch schon, um das Grundsetting zu kriegen und auch schon mal zu sehen, was wir, also bei 1 Minute kannst du vielleicht schon 2 Folien sogar umschalten. Und dann würde man schon sehen, wie ist das Grundsetting überhaupt? Stehst du auf der richtigen Seite oder wirst du gar nicht gesehen, nur deine Folien oder wird beides gut gesehen oder auf den Folien nicht richtig? Also das könnte damit jetzt schon durchaus gut ausreichen, um einfach diese Analysen zu machen. Und gleichzeitig könnte man in Brez, könntest du dann weiterreden, man nimmt beispielsweise dann halt Brez, um die längere Analyse zu machen.
Also, okay, also kann ich mir gut vorstellen, dass wir so eine Art Live-Optimierungssession machen. Ja, also, ja, ja genau. Das wäre mal, möglich, das, ja. Also nehmen wir mal auf die Liste für nächstes Jahr. Das wäre, glaube ich, das wäre auch vielleicht was Schönes als Jahresauftakt im Januar oder so, dass man sagt, okay, jetzt zeigen wir mal wirklich, das ist ja das, was ich an euch so schätze, Use Cases, ja, und dass man wirklich mal so einen kompletten Use Case durchspielt, also vielleicht auch an dem Pfad, den du beschrieben hast, ja, also wie so eine Präsentation entsteht, wie man sie erstellt, wie man sie optimiert, wie man sie präsentiert. Also lass uns das mal ja, durchdenken. Gerne. Das an also, der Stelle nehmen wir mal mit, ja. Finde ich gut. Ja, sonst noch Infos. Ich sehe, es müssen einen weg, ja. Wir zeichnen auf, also meldet euch an für den Newsletter. Dann kriegt ihr natürlich die Aufzeichnung und auch die ganzen Termine. Also gerne haut uns Sachen rein in den Chat. Also ich freue mich, dass er da wart. Vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst ja, Xing schaltet die Events und die Gruppen ab. Ja, also da eine Bitte, ein Hinweis, also für wenn ihr weiter in der Community dabei bleiben wollt, oder ja, dann ist es sinnvoll, sich wirklich zum Newsletter anzumelden, weil dann steht keine Plattform im Weg. Dann bekommt ihr regelmäßig unseren Newsletter, den wir auch weiter verbessern werden. Dann habt ihr den direkten Kontakt mit allen Podcasts, mit allen Veranstaltungen und so weiter. Also das als Tipp euch, das macht vielleicht Sinn. Das wollte ich einfach nochmal loswerden, weil sich da gerade ja einiges tut. Eine andere Sache, vielleicht hat der ein oder andere jemand im Kopf, wir suchen Corporate Sponsoring für nächstes Jahr, wir suchen Sponsor für das Digital Breakfast. Vielleicht hat da der ein oder andere einen Tipp. Ich denke, das ist ein, ihr kennt ja das Format und alles, was wir drumherum machen, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für Marken, weil wir haben das jetzt mal analysiert. Wir haben mehrere Touchpoints jeden Tag, ja, mit der Zielgruppe. Das ist, glaube ich, hochinteressant für Brandings, für große Brandings. Vor allen Dingen muss man auch so sagen, ja, wer früh einsteigt, hat den Benefit, ja, weil wir sind ja noch klein, jung und ich sag mal günstig. Ja, wenn da mehr Zeit vergeht, dann wird es mit Sicherheit teurer werden, so wie sich das gerade entwickelt. Also ich habe jetzt in den letzten 28 Tagen hatten wir nur auf meinem Account über 30.000 Impressions und das ist, wie gesagt, nur ein Kanal. Wir haben noch viel, viel mehr. Also da bahnt sich was an. Wer Interesse hat, einfach eine E-Mail an mich. Ja, mich findet er ja überall, also oder tb@digitalbreakfast.de. Vielen, vielen herzlichen Dank, Christopher, auch nochmal. Hat natürlich wieder riesig Spaß gemacht. Ich, wie gesagt, du, ihr belegt immer meine Freizeit, ja, weil ich dann natürlich die Sachen auch ausprobieren muss, ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich würde jetzt offiziell beenden, bevor wir dann mit den Breakout-Sessions beginnen. An alle anderen, gute Zeit, schönes Wochenende. Bei uns scheint hier die Sonne, also genießt den Spätherbst, sage ich jetzt mal. Lasst euch gut gehen und ja, vielleicht bis nächste Woche Dienstag haben wir ein Sales-Thema. Guck mal auf die Webseite, das wird auch mega. Da geht es um Vertriebsmanagement und im Hintergrund ist ein Buch, an dem 7,5 Jahre dran gearbeitet wurde und die Erkenntnisse kommen am 11. Okay, schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, war super heute. Ciao. Vielen Dank. So, ich glaube, heute ist nicht mehr so. Da brauchen wir gar keine Breakout-Sessions machen. Breakout machen, ja, genau, richtig. Okay, TR ist noch da und der Christopher, ich weiß nicht, wer ist TR? Oute dich. Mal gucken, es kann ja auch sein, dass er ja, wir sind uns ja bewusst, dass wir auch ein Nebenher-Medium sind. Also wir haben öfter Leute, die das beim Autofahren hören, als wie so eine Art Podcast. Ja gut, dann kommt keine Reaktion, dann würde ich einfach sagen, Christopher, ich würde noch gerne mit dir reden, wir haben ja Zeit, aber ich
Ich habe auch noch was vor. Ich bin ja hier kurz vor Messebesuch in Stuttgart. Ach, du bist in Stuttgart. Okay. Ich bin in Stuttgart, genau. Und ich gehe jetzt mit meinem Kron auf die MoTeC, die Montage- und Handhabungsmesse, um einfach da so ein bisschen mal Inspiration zu bekommen, ihm ein paar zu zeigen. Also es ist immer mega spannend. Christopher, mach's gut. Ich beende dann. Ne? Macht's gut. Bis dann. Tschüss.